Haben Sie den Donald gesehen? Ja, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich bestimmt, Moment, gell? Das ist doch nicht der Donald Trump. Gell? Nee, ich kann Sie beruhigen. Ja. Ich bin nur sein Bruder, der Trumpe Ludwig. Ja gut, ich bin in Karlstadt in der Pfalz geboren, gell? Wohne aber schon seit Ewigkeiten in der Mainzer Bobstraße. Ja. Ja, gut, und mein Vorfahre wollte damals auswandern. Ja, und da habe ich gesagt, ach, Vorfahre, tut ihr schon mal Vorfahre. Ich bleibe im Land der Reben. Ja. Ja, gut, und als ich heute gehört habe, ja, dass der Donald hierher kommen will nach Mainz, ja, habe ich mir gedacht, ach Gott, gell, die Fernsehsitzung kannst du dir auch aufnehmen, nicht? Gehst du mal direkt dort vorbei. Ja. Und schön, gell? Also ich meine, der SWR hat ja alles vorbereitet, gell? Toll, hier steht Trump, gell? Mainz, und drunter steht Trumba, 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 Tedere. Ja, das haben wir ja immer. Ja. Ja, wunderschönes Lied, gell? So ein wunderschönes Lied. Das hat auch im Donald und mir immer sehr gut gefallen, gell? Als wir früher noch zusammen die Fernsehsitzung geguckt haben. Gell? Ich meine, damals war der Donald ja auch noch ein ganz großer Fan vom Neger. Aber jetzt ist er nicht da. Ja? Na, ich sag immer, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Gell? Mein Bruder ist ja jetzt der erste von Russland gewählte Präsident Amerikas. Also quasi der wichtigste Mann auf der Welt, gell? Und viele haben mich ja gefragt, mich als Bruder, gell, was ich gedenkt hätte, nicht, als er Präsident wurde. Was war mein erster Gedanke? Gell? Na ja, gut, was soll man da großartig denken? Ja, ich habe mir gedacht, Donald, gell, wenn du durch Dallas fährst, fahr besser mal nicht mit dem Cabrio. Ja. Weil da kennen die ja gar nichts. Ne? Ja, ja. Na gut, eigentlich ist ja der Donald ein ganz lieber Kerl. Ja? Ich sage immer, tief im Herzen, ne? Ist es eigentlich ein ganz ruhiger Gesell, nicht? Aber eben sehr tief im Herzen. Ja? Ja. Gut, wo bei anderen Leuten Blut fließt, fließt bei ihm Testosteron. Ja, ja gut, und unsere Eltern haben auch sehr schnell gemerkt, dass er irgendwie ein bisschen anders ist als die anderen. Gell? Am Anfang haben sie noch gedacht, er sei hochbegabt. Später haben sie gemerkt, er ist einfach nur ein bisschen blöd. Jahrelang hat er geglaubt, USB wäre das Nachbarland von USA. Nicht da, Donald, gell? Schlimm. Und ich kann Ihnen sagen, der hat aber auch Ideen, gell? Neulich hat er mich angerufen und hat gemeint, Ludwig, gell, I have was dir Freude macht, gell? I will build a great wall. Und da habe ich gesagt, ach, Donald, habe ich gesagt, wer ist mehr Mexiko, finde ich blöd, gell? Und hat er gemeint, nee, was völlig anderes, gell? I will build a great, great wall on the northern border from Mainz and I will make Wiesbaden pay for that wall. Da habe ich gesagt, Donald, habe ich gesagt, firstens. Also, in Mainz, habe ich gesagt, we need no wall. Nicht? Und tustens, oder secondstens, egal, habe ich gesagt, in Mainz, nicht? We have doch the river, nicht? Also the Roy, nicht? Und die Brücke darüber, nicht? Also der Schierstoner Bridge, nicht? Die ist ja quasi wie eine Mauer, man kommt nie richtig drüber. Nicht? Ah ja
gut. Aber was viele ja auch nicht wissen, mein Bruder hat ja auch schon viele nützliche Sachen erfunden, nicht? Von großer Bedeutung. Ja, Sie lachen jetzt wahrscheinlich, nicht? Aber was meinen Sie, wer das Trampolin erfunden hat? Und was ja viele auch nicht wissen, er babbelt ja daheim auch immer noch gern pelzig, gell? Auch mit seiner Melania. Ja. Gut, die versteht ihn zwar nicht, aber die hat wahrscheinlich andere Aufgabegebiete. Die Melania, ja, das ist vielleicht eine Doll-Dippe. Ja. Melania, die ist allein schon zu blöd, um Melanie zu heißen. Ja, und dann hockt die auch den ganzen Tag nur daheim rum, gell, und schafft nichts. Nur so Freizeitdinger da, gell, und selbst die kann sie nicht, nicht. Wenn die daheim aufhängt zu singen, nicht, dann geht er immer raus vor die Tür, damit die Nachbarn auch sehen können, dass er sie nicht schlägt. Nicht. Ja. Gut, mein Bruder wird ja auch immer nachgesagt, gell, er hätte so ein seltsames Frauenbild. Gell, hat er neulich zu mir gesagt, geht gar nicht Stimme. Ja. Letztens hat er zu mir gesagt, er hätte ja sogar noch nicht mal mehr einen Pin-Up-Kalender. Nicht? Er hätte vielmehr sogar als Gegenteil davon einen Notizblock. Der Donald. In Sache Frau ist er manchmal ein regelrechter Philosoph. Nicht? Wie hat er neulich zu mir gemeint, was habe ein Schnaps und ein Busen gemeinsam? Einer ist zu wenig und drei sind zu viel. Dann mal so schlecht, ja? Der Donald. Haut er einfach so raus. Nicht? Ja. Sie merken, eigentlich ist mein Bruder ein ganz klarer Kerl. Ja? Aber er hat halt leider keine Freunde. Ja? Selbst der Klodeckel fällt ihm die ganze Zeit in die Rücke. Das denke ich mir auch manchmal, wenn ich an meinen Bruder denke. Ja. Und es gibt so Sachen, die versteht er halt einfach nicht. Gell. Wie gerade neulich, als wir bei ihm zu Hause in der Gut Stub gehockt haben, habe ein bisschen Wintersport geguckt. Gell. Und da hat er zu mir gesagt, du, ich werde das nie kapieren. Gell. Ich werde es nie kapieren, wie man beim Biathlon Zweiter werden kann. Gell. Man hat doch ein Gewehr. Und wie sagt er ja auch über sich selbst, gell, with me is not good cherry eating. Ja, in viele Bereiche, gell, da ist er nicht nur auf dem Holzweg, sondern regelrecht auf dem Trampelpfad. Gell. Wie so ein Trampelstilzchen rennt er da rum. Gell. Denkt die UNO wäre ein Kartenspiel. Als er gefragt wird, what's your favorite nation, hat er gesagt, discrimination. Und manchmal denke ich mir, Ludwig. Oder Louis, er nennt mich auch manchmal gern Louis. Gell? Louis, was hast du nur für einen Bruder? Gell? Und dann hat er manchmal noch diesen einen Blick drauf, gell? Als hat er gerade Blähjunge. Das ist ganz schlimm. Louis, my brother Louis, great job, good job, Louis, nice office, great, I love this place. Louis,
Who's the big man? That is the president. No, I'm the president. This is a fake president. Total disaster. Let me tell you something, folks. I'm proud to say the words, Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Good evening! Aber sag mal, Donald, warum babbelst du dann eigentlich kein Deutsch mehr? Ah ja, gut, mit dem Dialekt versteht mich der Trefferkenner, gell? Aber ob das jetzt wirklich nur an dem Dialekt liegt, dass man dich nicht versteht, ich weiß nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber halt dich fest, als ich nicht mehr geflogen bin im Flieger, hat mir einer einen Witz erzählt, ich habe mich bald eingesascht. Ich sah das. Ich musste im Flieger bald punzen. Halt dich fest, gib mal Acht. In den USA im Stau steht ein Autofahrer drin, klopft ans Fenster, steht da ein Mann, da sagt er, die haben den Präsidenten von den USA entführt. Die Entführer verlangen 10 Millionen Dollar Lösegeld. Ansonsten schütten sie mit Benzin drüber und zünden an. Und ich und mein Kumpel, wir laufen ein bisschen rum und sammeln. Und da sagt der Autofahrer, was geben die Leute? Da sagt er, ein Kanister, 4-5 Liter, geben sie all. Ich bin immer noch runter. Aber Donald, dir ist schon klar, du bist doch jetzt der Präsident von Amerika, weißt du? Ja, ich bin der Präsident. Ja. Der Witz, was du? Ja gut, bin ich eigentlich auch Präsident von Deutschland? Nee, Gott sei Dank nicht, du. Schade. Ich liebe ja Deutschland, gerade das Belgien, Schönstadt, super. Und auch die Lieder über ihre Kanzlerin. Angelika, der Lenz ist da. Donald, komm, Donald. Ich meine, wenn du schon singen willst, dann lass uns doch unsere Familienhymne singen. Wo wir früher immer. Wo wir in Karlstadt, weißt du, haben, wo der Opa immer. Wo der Opa uns alt. Ja, komm. Shake hands. Wie, kommen wir her? Antwort nicht schwer. Karlstadt, Hinterland. Bei uns ist ein jeder, das macht uns noch bläder, irgendwie miteinander verwandt. Selbst unsere Tante, die Feiste, Hans Rudolf heißt sie, ist auch noch unser Cousin. Das gibt's nur in der Pals, naja, Gott erhalt's. Trotzdem lieben wir sie ihn. Wir sind die Trans, Trans, Trans von der Halle. Und Schlange schaffen, schon immer bis zum alten Halloween.
schon immer im Kinderzimmer mit unserer Clique gespielt und haben mit Steinger und Legoman Beinger auf die Halbglatz vom Opa gezielt. Opa gab acht, Batsch hat's gemacht, da kannte er nicht ihr Leut. Ganz salopp, immer drauf auf der Kopf. Die Nachwirkung merkt man noch heut. Wir sind die